Ein herzliches Moin Moin, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der Multiplayer-Karriere hier bei F1 2020. Was und ist dabei das? Hi Leute, was okay, ist denn das für eine Scheiße? Was soll der Scheiß? Es ist halt echt absolut lächerlich. Haben wir gar nicht. Doch, hinten raus. Doch, ab Mitte des Rennens. Wieso ab Mitte des Rennens? Wo seht ihr das denn? Ey, du kannst Wetter umstellen. Das ist so ein Prank, also ganz ehrlich, vor allem, warum ab Mitte? Ey, das ist so frech. Also es ist interessant für die Strategie, aber ich habe da keinen Bock drauf. Also es wird echt, es wird ein interessantes Rennen und ich meine, fick gut, das dich. Das und in Gute England ist sowieso Regen. Also was das ist Gute das? Das Gute ist ja, also wir haben jetzt echt viele Regen hintereinander gehabt. Also wir haben echt schon viel Regen gehabt. Man muss aber auch sagen, in Frankreich war es halt die Situation eine andere. Also wir sind halt im Qualifying gut gefahren, hatten dann den Regenstart, der halt doof war. Aber wenn wir jetzt hier einen Trockenstart haben und können erstmal gut Zeit rausfahren und dann ja, aber da kannst du dich nicht so eben, da kannst du dich nicht gut gewöhnen, das ist das Problem. Ja, das stimmt, das kommt auch. Und du musst die Strategie anpassen. Also die Strategie muss gut sein, aber diese Gewöhnung, dass du schon 20 Runden auf Trocken fährst und dann auf Regen. Alter, ja, keiner hat gesagt, dass es leicht wird, aber vielleicht hat man ja schon ein bisschen Abstand, das erhoffe ich mir. Ja. Also beim Alfa Tauri ja sowieso. Ne? Also hier in Österreich, ich mag die Strecke, ist nicht schlecht, aber man hat halt trotzdem die Gefahr, was man auf Frankreich nicht hatte, dass man hier sein Auto kaputt fährt, deswegen. Man hat halt drei DRS-Sektoren hintereinander, also ja, wenn man, am Anfang kann man halt richtig gut überholen, aber dann kommt der Regen. Eben. Wenn ich ja, ihr fahrt euch am Anfang wieder irgendwas kaputt, dann könnt ihr nicht aufholen und dann kommt Regen. So, ich bin mal kurz für kleine Jungs. So ein Hasi, Alter. Fährt einfach so eine gute Runde und geht weg. So eine gute Runde, Mike, gleich so 59 Sekunden. Nee, ich fahr gleich 1,15. Oh, ich bin nur auf Platz 3. Ich fahr jetzt 1,15 oder so. Ich sehe ja nicht mal die Ideallinie, das ist ja das nächste Problem. So, ich fahre nochmal raus. Wieso sehe ich nicht die Ideallinie? Das scheint die Sonne bei der ersten Kurve, wenn du rechts hochfährst. Das scheint so krass die Sonne, ich sehe nicht, was das ist. Ich habe ja nur 2D ja, und so. Schon ich ja, ich fahre gerade meine schnelle Runde. Lila Zeit. Hm? Ja, das war logisch. Das wird safe eine 1-2 oder so. Nee, 59 sage ich. 59 Sekunden. Weil du fliegst über die Strecke. Oh aber ich hätte aber auch gerade mehr Benzin mit für zwei Runden eigentlich, die ich gar nicht benutzt habe. Deswegen habe ich jetzt gerade wieder ein bisschen weniger Benzin und jetzt wird es dadurch natürlich auch eine schnellere Runde. Ah ja. That's the spot. Also, ja. Also meine Runde war halt ein bisschen komisch. Ich bin die jetzt nicht so gut. Bin die jetzt nicht so gut gefahren vom Aussehen her. Aber die Zeit ist halt mega. Super, das war die schnellste Runde. Ich bin wieder da. Ist Mike an mir vorbei? Jo. Natürlich. Ja, ja, logisch. 1,5 Sekunden schneller. Ja, nee, eine. Er sagte, die Runde war nicht gut. Eine. Ja. Nein, ich habe nicht gesagt, dass sie nicht gut ist. Ich habe gesagt, die sieht komisch aus. Weil ich sehe die Kurven nicht. Ich bin einfach quer drüber gefahren, deswegen bin ich auch so schnell. abgekürzt! Das schneide ich rein! Mike kürzt ab mit seinem Lenkassistenten die ganze Zeit! Mann, ich hab das nicht gesehen, was soll ich denn da machen? Aber dich lacht da aus, wenn du eine Kurve nicht sehen kannst, ne? Ja. Nee, hier die erste Kurve hier, wo Jan jetzt gerade fährt, du siehst die Ideallinie nicht. Also allgemein ist die Strecke so hell. Das ist so komisch, ich sehe nichts, ich kann nichts erkennen. Ja, das ist so komisch, das sind die Ausreden, wenn man abkürzt. Dann muss man halt manchmal lila ein bisschen... Lila in Sektor 1, obwohl Mike da abgekürzt hat. Dann muss man... Echt, du hast lila in 1? Ich habe halt da wirklich abgekürzt. Also ich gebe es ja zu, es war ja nicht gewollt, so. Das war mal wieder eine andere Streckeninterpretation. Ja, Herr Letzter. Kurven Play, anders interpretiert. Hab ich schon mitbekommen, was da gemacht wurde. Rennkommission! Wann geht ihr in die Box? Sag ich dir nicht. So. Vielleicht, wenn es anfängt zu regnen, würde ich sagen. Okay, wie war das Losfahren?
Du wirst beim Start ich weiß nicht, ob man das... Also ich glaube nicht, dass das man das so lange mit den roten Reifen... Also ich glaube nicht, dass man das mit den roten Reifen aushält, bis zum Regenstart. Ich schon. Naja. Alter, Micha, bitte. Micha? Ey, hör doch auf, rechts zu weit zu fahren! Ja, Jan, der bleibt Mike bleibt einfach stehen. Ich wärme meine Reifen und Jan fährt einfach vorbei. Und nicht Rollator-Simulator. Boah, Alter, Mike, ey, du bist auch so wie die KI, die einen gleich den Platz... Nein, Alter! Ja, ich hab Platz. Der Stadion mager. Ich auch. Mann, die Einführungsrunde mit den Reifen und alles, das zählt doch. Du hast da, du fährst hier schon wie die KI einem dann immer vors Auto und den Frontflügel kaputt. Das kann ja ein lustiger Start werden. Ja, ich fand es so frech. Wirklich? Ich fand es so frech, dass du... Wenn du mich jetzt am Start nicht vorbeilässt, dann... Ich fand es so frech, dass du an mir vorbeigefahren bist, als ich meine Reifen aufgewärmt habe. Dass ich das jetzt einfach so machen wollte. Ich wollte dich natürlich nicht rammen. Es war ja auch sau knapp. Ja, aber du bist auch stehen geblieben. Ja, und ich bin Führender. Er darf mich doch nicht überholen. Ich bin Führender. Man darf auch bei 100 km/h Reifen aufwärmen. Er darf mich aber nicht überholen. Ja, du darfst aber auch nicht stehen bleiben. Und dann habe ich ihn geschnitten. Ja, das habe ich gesehen. So, dass ich ihn dann leicht angedittelt habe, dafür kann ich ja nicht. Sorry. Das denkt sich die KI wahrscheinlich auch jedes Mal. Hup. Wieder den Frontflügel kaputt gemacht. Ja, ich soll dich vorbeilassen. Guck mal, wie gut ich starte im Vergleich zu dir. Oh Gott, Micha, mach bitte keinen Scheiß. Alter, Alter. Es ist mal wieder so klar. Die fahren links einfach in mein Auto rein und mein Frontflügel ist links und rechts sogar kaputt, Alter, weil krass, von rechts auch noch. Micha, kam. Wir haben 2 Sekunden Abstand. Beide zu denen. Ja, weil ich wieder abbremsen musste, damit keiner in mich reinfährt und die fahren trotzdem, weil die einfach eindenken, wirklich, ich hab keinen. Wir ziehen eine Alternative, deine Mutter zieht eine alternative Strategie in Erwägung, Alter. Ich hab wirklich keinen Spaß mehr in diesem Kackspiel. Das nervt mich einfach nur noch. Wieso? Ich bremse ab, damit ich Mike nicht hinten drauf fahre und dann fahren die einfach links in mein Auto rein. Ey. Ja, aber die Strecke kann man echt gut fahren, so trocken. Wenn das jetzt so durchgehen würde, hätte ich echt überhaupt kein Problem mehr, die 36 Runden, die es übrigens sind, zu fahren. Ist halt heftig, wie viel es ist, aber... Aber es geht ja auch enorm schnell. Also mir ist ja jetzt schon warm, deswegen noch 30 Runden, das wird auf jeden Fall spaßig. Fuck. Oh. Ausschneiden. Nur das mit der Wärme habe ich jetzt hier zum Glück an meinem neuen Setup hier echt kaum Probleme. Ja, doch, ich weil ich so mega weit entfernt bin von der Technik und allem. Ich bin nah an den Fenstern. Nein, ich bin fast raus. Nah an den Fenstern, nah an der Technik, nah an Softbox und so. Boah, Micha, Mann. Jo, ich werde gerammt. Absolute das müsste Safety Car geben. Yes, also für mich ist das tatsächlich gut. Ja, ich bin raus. Bist du raus? Oh. Ja, nee, so gut wie. Ich stehe verkehrt mal auf der Strecke. Für mich ist es natürlich scheiße. Für mich natürlich gut, für alle anderen. Ach, das nervt doch. Okay, langsamer werden. Dein Delta ist negativ. Ja, mein Auto ist also komplett schaden. Also für mich ist es natürlich scheiße, weil ich unglaublich viel... Mann. Es gehen einige an die Box, Gartner. Ja, es war ein Massencrash. Ja, ziemlich viele. Ja, finde ich, also mich hat's richtig nach vorne gebracht wieder. Ja. Also Micha, das tut mir richtig leid. Ich gönn dir das auch. Ich gönn dir das auch, Jan. Bei Micha tut's mir natürlich mega leid, weil der direkt hinter mir ja quasi war. Also klar, Abstand, aber trotzdem. Ja, für mich 6 Sekunden vor Ferrari. Für mich ist scheiße, weil ich in diesen Runden unglaublich viel Zeit rausgefahren habe schon. Im Regen. Boah, es war richtig dunkel. Im Regen also geht das halt nicht. Fängt safe gleich an zu regeln. Ja, such mal, die haben jetzt gelb aufgezogen. Kann ich gleich nochmal an der Box. Hätte jetzt schon regnen müssen. Ja, ich muss noch einmal stoppen. Ich bin schon wieder P20, Runde 7. Leute. Welche Reifen hast du jetzt drauf? Ich hab gelb. Ach ja. Ich darf ja nicht. Ah, Micha ist vor mir, hi. Ich wollte gerade schon zum Überholen ansetzen. Regen safe in die 2-3 Sekunden. Ja, es fängt jetzt an Regen. Es fängt an zu regnen. Es regnet. Echt? Da habe ich mir in den 2-3 Sekunden so richtig recht gehabt. Oh, shit.
Ich weiß nur nicht, ob ich schon auf... Ich kann noch nicht gehen, ne? Nein, doch jetzt noch nicht. Ja, aber die Frage ist, jetzt ist Safety Car so geil gerade. Mann. Ja. Oh, wenn ich jetzt noch eine Runde oder so warte, bin ich letzter oder so. Ich meine, die gehen dann alle, aber trotzdem. Ich habe halt nichts dadurch gewonnen. Bei mir war... Die Strategie halt wäre so gut. Also, es ist einfach, der Regen ist einfach zu früh. Die Strategie wäre so gut und mit Regen kann ich mir jetzt auch nicht mehr so viel Zeit rausfahren. Es wäre so geglückt einfach alles. Diese Hurenscheiße, ne? Das geht mir richtig an. Mein Auto ist richtig schwer. Ich habe plus 2,27 Benzin. What the fuck? Also viel Glück euch weiterhin. Vor allem jetzt beim nassen Strecke. Mit den weißen Reifen natürlich die schlechtesten für die Situation. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Alternative Strategie. Ich mach noch ein bisschen langsamer, warte mal. Ja. Okay, er schreckt mir aber was anderes vor. Nicht Intermediates. Spaß. Bestätige. Es gehen aber welche an die Boxen, die doof. Ja, ist mir jetzt egal, mach ich die nächste Runde. Die Frage ist, auf was die gehen. Dann kann ich nämlich. Grüne Flagge. 11 Intermediates. 100%. Alter, sind das viele, die da an die Box gehen. Oh mein Gott, ich bin auf Platz 4. Restart und die sind alle in der Box, aber die holen sich auch schon die Reifen für das Wetter. Machen sie? Ich denke mal, oder? Oh mein Gott, ich. Oh, ich rutsche nur noch. Ich auch. Ja, die holen sich Inters. Echt? Die holen sich Inters. Ah, so eine Hurenscheiße. Ich kann nicht fahren. Boah, ist das schlimm. Die Box ist zurzeit belegt. Bleib auf der Strecke. Bleib auf der Strecke. Nee, ich kann nicht fahren. Das war eine Kackidee, an der Box vorbeizufahren. Ich hab gedacht, dann könnten wir vielleicht in dieser Runde noch ein bisschen was rausholen. Er schlägt mir immer noch keine Intermediates vor. Ich fahre in Kies. Bin neben der Strecke. Ich rutsche. Ja, ich auch. Oh. Giovinazzi überholt mich. Alles klar. Bitte lass es jetzt klappen mit Intermediates. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Fuck, ist es schlimm. Wieso? Alter. Ja, es war wirklich einfach von jetzt auf gleich richtig ekelhaft. Aber wieso hat er uns nichts vor? Der schlägt mir ja immer noch nichts vor. Das ist so dumm. Der hat mir gerade schon wieder rot vorgeschlagen, aber ich habe Intermediates selber ausgewählt. Ja, ich jetzt auch. Ich bin nur gespannt, ob das die richtige Entscheidung ist. Okay, immerhin, ich bin jetzt wieder direkt hinter Mike. Ich bin gespannt, was es jetzt da raus wird quasi. Naja, die Strategie hat echt alles versaut. Die Safety-Car-Strategie und so. Lol, ich bin vor Mike angeblich. Ja, bist du tatsächlich. Ja, P18, P19, ich bin als komme als Letzter aus der Box hier. Ja, scheiß Strategie, ne? Was soll ich dazu sagen? Alter, wie konnte das denn passieren, dass ich mal vor... Alter, okay, Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. So viele Autos hier gerade hintereinander. Aber ich muss auch wegen meinem Crash noch in der Box warten. Ich habe eine Zeitstrafe bekommen. Mann, das war so gut. Was ist denn das für eine Scheiße? Das Gute ist, dass Leclerc auch hier ist, so ein Hurensohn. Ja, der ist auch nicht an die Box gefahren, deswegen. Ja, aber... Alter, ich glaube, wir müssen gleich nochmal auf Wets wechseln. Nee, Spann. Also das wäre... Das war ja auch starker Regen angesagt. Echt? Also. Nice, da habe ich ja richtig Bock drauf. Nein. Alter, pass auf. Ich hab ein bisschen Angst. Okay, alles klar. Ich bin an der Box. Alter, wieso wurde der da so langsam? Das war natürlich jetzt mein Fehler. Tatsächlich mal. Aber. Boah, war der langsam. Ja, ich hoffe, die geben mir Inters. Kann's nicht sehen, ist so dunkel. Kann's immer noch nicht sehen. Gleich irgendwie auch. Ich glaube, es sind aber Inters. Gleich irgendwie so auf weiß. Dann würde ich quitten. Nee, sind aber Inters. Inter Mailand. Na, schon wieder Dreher. Achtung Jan, ich stehe auf der Strecke. Ja, ich bin ja noch gerade aus der Box weg, raus. Ja. Ein Glück. Ja, Runde 13. Wow, ich rutsch haben wir geschafft, so. Aber wir haben so keinen Drittel geschafft. Wir sind der große Verlierer. Wir haben
Mikes Vorteil kaputt gemacht, wir haben unseren eigenen Vorteil kaputt gemacht. Fuck! Und Jan hatten wir eigentlich die Chance gegeben, nochmal neu zu starten, aber... Scheiße, ich dachte vom Rennverlauf ist es so dann später gut für mich geworden und dann habe ich es selber weggeworfen. Mist, okay, das war mein Fail. Ich bin aber trotzdem fürs Zuschauen, also Alter, es ist einfach auch mit dem Regen wieder, aber es war natürlich, das war absolut alles meins jetzt gerade am Ende. Nee, das Rennen ist sehr schwer jetzt. Auch mit dem Frontflügel und so, das ist einfach nicht einfach. Einfach nicht einfach. Ja. Weil einfach ist. Das kommt, weil das Rennen so reinregnet. Das Rennen dem Regen. Ja. Ich hasse diesen Frontflügelschaden. Das ist so schlimm. Ist ja nicht so, als müsste man jetzt schon genug aufpassen. Alter, ich kann nicht mehr einlenken. Bin neben der Strecke. Was hast du für einen Frontflügelschaden? Keine Ahnung, links orange oder so. Das ist so schlimm. Nee, ich kann nicht fahren. Ich bin am Überlegen, ob ich schon eine Box fahre. Die Frage ist, muss ich auf Reds oder nicht? Kann ich dir natürlich nicht sagen, aber es waren gerade mehrere an die Box und ich beobachte das, was die sich holen. Mehrere, oder? Sergio. Ah, du und Sergio Perez. Ja, ich hab den berührt. Ah, oh. Mehrere fahren an die Box, ich beobachte das. Ich dachte, das wird interessant. Er holt sich Reds. Fahr jetzt! Echt? Nee. Schade. Er musste kurz auf dich warten. Ja, nee, das Rennen ist gelaufen. Ist halt nur scheiße. Boah, es ist sein erstes Rennen. Das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Schon ein paar ohne Punkte, aber es ist halt traurig, weil ich halt so weit vorne war und eigentlich nur durch Safety Car alles verkackt habe. Ja, Entschuldigung. Ja, fick dich. Spaß. Nee, aber wie gesagt. Also da geht jetzt nichts mehr. Also mit dem Frontflügel... Diesmal konnte ich noch nicht mal der KI irgendeine Schuld zuweisen, weil es war keine da. Du warst 6 Sekunden, 7 Sekunden vor mir, oder 8 sogar, und der Ferrari war 6 Sekunden hinter mir. Es war einfach keiner da. Ich hätte viel chilliger fahren können. Aber nein, ich kenne das ja nicht. Ist halt genau das. Ich hätte halt so viel Abstand gehabt. Ohne Safety Car wäre vielleicht auch strategiemäßig noch was anders gelaufen. Mit Regen. Die Batterie ist gut aufgeladen, wir sollten die Beruhigtaste öfter einsetzen. Ja, das auch sowieso. So, Micha geht auch in die Box, interessant. Also Leute, ich hau nochmal alles rein, aber fahr jetzt natürlich auch sehr riskant. Vollgas, ERS mit Rutschen, bin jetzt übrigens eigentlich sehr nah hinter dem jetzt wieder. Ne Camling, oh mein Gott. Hä, lol, was? Mich natürlich wieder aufpassen, wenn ich so riskant und schnell fahre, dass ich mir nicht direkt was abfahre. Aber ich muss natürlich einfach Gas geben und riskant fahren, weil sonst geht hier so. Also du bist Magnussen ist schon eine halbe Runde vor mir. Ja, ich habe ihn jetzt gerade überholt. Er ist 16. Ich habe ihn gerade überholt. Sauber gemacht, gute Arbeit. Gerade war ich noch vor dir, aber jetzt habe ich ihn überholt. Na toll. Na, ich kann das echt gut in dieses Spiel. Mag jemand Formel 1 kaufen? Ja. Ich hab's ja bald nicht mehr, ne? Warum hast du es nicht mehr? Ja, ich muss wieder zurückgeben. Oh, ich sehe Leclerc wieder. Nice. Der Spaß hat auch noch nicht so viel erreicht. Der wird sich auch denken, lol, jetzt kommt wieder so ein wildes Mike von da hinten. Gesundheit. Oh. Gesundheit. Gesundheit Teil 2. Corona. Klingt. Wahrscheinlich, oder? Lol. Was machen die denn hier? Also, ich hab grad 3 also auf einmal überholt. Perez schon wieder 2 Sekunden aufgeholt. Ich hab grad 3 auf einmal überholt. Schön, dann habe ich jetzt einen richtigen Vorteil dadurch gehabt. Ja. Schon, oder? Der Regen lässt jetzt ich hasse nach, dieses Spiel. Geht der Mike Gott. Auf Strom? Ich hab das nicht ganz gecheckt, wo die Box ist. Das kann ich kann nicht. Kann man die irgendwie nochmal von Runde 1 nochmal laden los, oder so? Los, raus mit dir! Wir müssen an der Ausfahrt auf los! Ah, ist das hässlich.
Ihr blöden Wichser! So ein Dreck! Ich hätte gar nicht meine ganze Apfelscholle ausgespuckt wegen diesen Hunden. Wie frech war das denn jetzt? Kann man nichts machen. Aber in den Punkten rausgekommen, das ist ja nicht schlecht. Boah, mir ist so warm. Das ist so schlimm. Es gibt auch vor dir noch welche, die noch mit Intermediates fahren. Echt? Ja. Das ist gut. Und das war gut für mich. Vettel sich neue Inters geholt und keine Witz. Ach so, vor Mike. Ja, vor dir. Ja, von mir ja auch. Also, vier Fahrer vor Scheiße. Dir haben Inters. Also Reds sind also nicht ganz so geil. Sehr, sehr gemischt. Ja, aber jetzt, die sind nochmal in der Box. Ja, schön. Das heißt, die haben das richtig geil gemacht. Guck mal, das ist schon wieder der Sheet von Mike. Das hat er auch eingestellt. Ich kann mit Reds gerade nicht so gut fahren. Ja, die wollen sich jetzt alle. Die haben jetzt auch Reds drauf. Vor mir sind aber komische Autos, glaube ich, ne? Latifi ist hier. Das ist der einzige komische. Echt? So, so, wir haben hier einen Norris, aber noch zieht er weg. Ja, wir legen uns ihm mal ein bisschen zurecht. Da habe ich mich jetzt verspekuliert. Schade. So legen wir uns den eben zurecht. Du machst das gut. Weiter so. Wir rechnen mit weiteren 10 Minuten Regen. 10 Minuten noch. Wenn ich mal hier nicht schnell rauskomme. So, ich hab's geschafft, Leute. Ich weiß nicht, was ich jetzt da alles reingeschnitten habe. Aber beide Mercedes sind jetzt hintereinander. Auf 1 und 2. Ich bin wieder nach vorne gefahren. Das ist halt schon krass. Der Box und so, das hat doch ein bisschen was gebracht. Also Bottas fährt auch noch weiter. Der ist ja beim gleichen Team, bei den gleichen Idioten. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So, Bottas auch geschafft, P1 jetzt. Wahnsinn. Niemals mitgerechnet. Scheiße, scheiße, ich bin raus. Ja. Ende. Also Bottas, noch 5 Runden Zeit. Bottas gewinnt ultra viel Abstand gar zu Albon, aber bleibt mir natürlich am Arsch. Finde ich jetzt nicht schlimm, wenn ich ihn mitziehen kann, aber an sich nervig natürlich, dass vielleicht noch irgendwas passiert oder so. Jetzt eher weniger Bock drauf. Ja, aber man merkt schon, dass die Reds Guard nicht mehr so nice sind. Das liegt gar nicht mal daran, dass sie so schlecht sind, bei 40% ungefähr. Das muss echt an der Strecke liegen. Deutlich angenehmer jetzt. Müsste man eigentlich echt wechseln. Och man, Bottas, muss das jetzt sein? Warum will er da jetzt reinstechen eigentlich? Was soll das? Also Leute, ich habe jetzt erstmal einen Fight mit Bottas nochmal. Ist nicht so viel Bock drauf, aber es könnte eigentlich sogar ein Fotofinish werden, je nachdem wie gut ich jetzt die letzte Runde bestreite. Aber ich mache Fehler, meine Reifen rutschen extrem, mir ist gerade richtig warm und der ist sau nah hinter mir. Ich weiß zwar nicht warum, aber er ist einfach hinter mir. Also er würde dich gerne überholen, so wie es ausschaut. Ja, das merke ich. Achso. Oh, boah, der ist schon links gerade raus. Ja, ich sehe das schon. Macht er ja die ganze Zeit schon. Oh, nervt der, was wenn will jetzt der eigentlich? Jetzt wär. Das ist deine letzte Runde, oh, die letzte Runde des Rennens. Also letzte Runde. Ja, ich habe ERS angemacht. Ich muss jetzt echt aufpassen. Weil der, ich weiß nicht warum der so schnell ist, ich verstehe das nicht. Klar, ich fahre jetzt nicht mehr die besten Zeiten, ich rutsche gefühlt nur noch. Aber was soll das denn?
Das Einzige, was mich retten kann, ist ERS. Aber er bleibt halt trotzdem dran. Das ist so ein Abfuck. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Oh Gott, ja, okay, das war's. Er zieht vorbei. Wir sind nebeneinander. Einmal verbremst und das war's. Krass. Kenn ich ja gar nicht vom Herrn Let's Play. Ja doch, schon die ganze Zeit. Ich verbremse mich ja schon die ganze Zeit. Es liegt echt an den Reifen. Ich weiß nicht, warum er gerade so viel schneller ist als ich, aber er ist es definitiv. Dementsprechend zieht er hier eigentlich fast schon zurecht vorbei. Und holt sich damit deutlich mehr Punkte. Was ich natürlich nicht ganz so nice finde. Nichtsdestotrotz habe ich mich sehr weit vorgekämpft und einen extra Punkt mit der Lila Zeit immer noch ergattert. Boah, anstrengendes Rennen. Absolut anstrengend. Ich bin enttäuscht wegen Safety Car und so, dass es am Anfang echt so schlecht gelaufen ist. Aber trotzdem glücklich, dass ich dann noch so viele Punkte geholt habe. Also, kein schlechtes Rennen, nehme ich mit. Leute, schaut auf jeden Fall bei den anderen noch vorbei. Die haben auf jeden Fall auch ein spannendes Rennen gehabt. Da ist einiges passiert. Und ansonsten sehen wir uns dann in Silverstone wieder nächstes Rennen. Macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Ciao.